Die Wesenhaften des Feuers, der Erde, der Luft und des Wassers. Sie sind in dieser Zeit sehr stark in Arbeit für die Reinigung auf dieser Erde. Gerade die Erde, das Wasser und die Luft, diese Wesenhaften, die zuständig sind für die neue Erde, für die neue Zeit, sind stark in Arbeit für die Reinigung und Erhaltung dieser Erde. Wir können uns als Menschen keinen Begriff machen, was da vor sich geht. Könnten wir es sehen, wir würden uns schämen. Wir würden uns schämen und uns auf den Boden werfen. So viel tun sie für uns, damit wir auf diesem Planeten überleben könnten. Ja, könnten. Denn es liegt nicht mehr im Menschensinn, was hier geschieht, wie viel Dunkel der Mensch schon auf dieser Erde mit Müll und Wirrnis angerichtet hat. Aber auch dunkle Gedanken, die verwoben sind wie ein Spinnennetz um diese Erde, die Erde immer dunkler macht und schwerer, und die Wesenheiten der Luft machen diese Netze ganz fein und sind immer dran und arbeiten, dass die Winde und die Luft immer reiner wird und gereinigt wird, auch wenn der Mensch noch so dumm auf dieser Erde um sich wirft und nicht achtet der Gesetze Gottes. Dann gibt es die Wesenhaften des Geistes. Sie weben genauso und noch viel stärker nun das Überirdische. Sie weben, die wesenhaften Geister, sie weben und klären und vollbringen Gottes Wille, auf dass diese Erde nicht untergehen soll. Stark sind sie in ihrer Arbeit und vollrichten dauernd, und immer zum Vollmond können wir dieses Treiben wahrnehmen, weil dadurch durch den Vollmond eine große Öffnung entsteht auf die Erde. Eine große Kraftlichtströmung wird geöffnet nur für die Menschen, Seelen auf der Erde, die noch Sehnsucht haben, im Gottesreich auf Erden teilzunehmen für die neue Zeit. Aber es wird, der Mensch selbst muss es herbeiführen, und wenn es nur wenige sind, sie müssen es tun und jetzt in die Tat schreiten. Der Mensch kann nicht mit Gleichem zurückgeben, was er bis jetzt versäumt hat. Er kann nur Stückwerk zurückgeben im Stofflichen und Irdischen, aber kann nichts mehr gerade biegen. Es wird alles zusammenstürzen, weil nur dann gibt es einen neuen Aufbau. Und diese geistig Wesenhaften, auch die Engel und alle, die im Verbund mit Merkur sind, dem großen Wesenhaften, der für das Irdische, für die Luft, Feuer, Wasser und die Erde zuständig ist. Und dieser Merkur, er tut heute Arbeiten mit seinen wesenhaften Helfern, die wir uns nicht vorstellen können, und wir denken dabei an Klimawandel. Dabei ist Klimawandel nichts anderes als eine Verfeinerung in ein Tor,
dass ein Schicksalstor, ja, Schöpfungstor bedeutet für die Menschheit. Diese Verfeinerung wird sowieso kommen, ob der Mensch will oder nicht. Entweder er wird mitgehen oder er wird abfallen, wie ein fauler Apfel vom Baum. Oder er wird mitmachen, mitgehen, tatvoll in seine Berufung stehen und endlich erfüllen auf dieser Erde. Ich danke euch, ihr Wesenhaften, dass ihr für uns da seid. Wir wollen euch nicht enttäuschen. Ihr Markus Bösch.